Ja, hallo, wir sind zurück bei The Outer Worlds. Genau. Quatsche, Quatsche ist hier. Ich habe noch ein bisschen neben der Aufnahme das ein bisschen abgerasselt, sonst wird es wirklich zu langweilig. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in Frontier Justice. The office is writing a promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. As a Spacer's Choice Constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Sehr gut. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Phineas Wells, puh, da weiß ich auch nicht mehr, das ist. Many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? Ja, das ist gefährlich. You are correct. An outstanding bounty has been posted for information pertaining to the whereabouts of Phineas B. Wells. Ist das nicht gut, wenn ich das annehme? Ihr sagt, ich kenne den, kann ein Problem geben. I am obliged to warn you against forming acquaintanceships, friendships, partnerships, or any felicitous relationship with a wanted criminal. I am also obliged to inform you of our referral program. For every criminal you refer to the authorities, the board will reward you. Wells has been wanted for as long as the board decides he has been wanted. This decision will be made in accordance with Wells' behavior upon arrest. Unfortunately, the arrest of Mr. Wells falls outside my authority. I enforce the company policy of Spacer's Choice in the region of Emerald Vale. Wells is wanted by the board. If you have information related to the location of Phineas V. Wells, you are required to submit that information to your nearest board authority. Something to report? Ob ich da jetzt soll verpfeifen? Nein. Wir haben von hier eine neue Nebenmission bekommen. Leider darf ich hier nichts stellen. Auslesen, da wird die hier nie mehr fertig. Ja, wird schon schief gehen. Irgendwo finden wir dann die. Almost lost a finger in the cannery. Hier bin ich drinnen gsi, da ist Mechanikerin eigentlich daheim. Dann ich kann ein Zimmer klauen. Zaltuna muss ich noch. Irgendwo ist noch. Warte, so eine Kirche. Dort wird ja noch schnell rein. Aber ich weiß nicht mehr wo. Hier wahrscheinlich, ja. Da bekommen wir sicher auch noch irgendwie einen Auftrag. Wo ist er jetzt? Da. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. I so rarely get new people to talk to.
Name your poison. Anything at all. Spiritual counseling? This season's toss ball predictions? The quickest way out of town? Mechanical tomfoolery is well out of my purview. I suggest you take such matters to Mr. Thompson. Yeah, oh, and a word of warning. If you're considering wandering around outside the safety of the town, you'd best be cautious. Das habe ich herausgefunden. Marauders are about. Though if you are planning on venturing outside, I do have a proposition that may interest you. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. What? No! I don't want to burn it. I would never... I mean, I just want to... Look, I have a very simple goal here. I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. On the contrary, my position is that I am one of the few legally allowed to possess such items. But do not worry. You'll be safe since you are acting on my behalf. Glad we see eye to eye. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Thank you. If you retrieve it, you can always find... Erfahrungspunkte, vielleicht noch ein bisschen Geld. Weil ich all mein Geld braucht für ihr Bar, habe ich an, meine Ausrüstung reparieren für Geld. Habe ich alles verkauft, was ich habe. Tagebuch. Stirbroboter. Das wird sicher ein Kampf. Wo ist der? Ah, genau da. Holen wir den als erstes. Und der hat auch noch etwas zu sagen, oder sie? Er. Hey! Hallo! You're safer inside the walls. Raus! Roboter abknallen. $50 zahlst du für eine Heilspritze. Das ist, ich glaube, nur 2 Stück. Können leisten. Die Pistole habe ich immer noch die Level 1, die kaum Schaden macht, die ich benutze. Aber ich will mal die Nahkampfwaffe hier testen. Sicher eine, die Strom macht, wäre gut gegen Roboter. Oh, da hat das Zeug. Da hat das Loot. Yeah, Rüstungsteil.
er irgendwo da. Okay, so was. Greif mich da an. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. Scheiße. Ich komme später nochmal auf den. Wie viel muss ich haben, Technik? Repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. Technik 38. Uiuiui, wie viel habe ich? Dann haben wir einen anderen Auftrag. Wir helfen dem, der krank ist. Ich habe nicht geschaut, ist ob hier noch Loot, ja. Loot ist immer gut. Aber der Roboter wirkt auf mich nicht gefährlich. Es kann natürlich sein, dass wenn ich ihn flicke, dass er dann in Kampfmodus wechselt. Die ist nicht aktiv. Why? Oh, das ist nicht einmal Diebstahl, geil. Frozen Dinner. Sehr geil. Dann nehmen wir alles. Wir können ja alles verkaufen im Notfall. Oder einiges habe ich auch zerlegt, um Waffenbauteile daraus zu gewinnen. Um Sachen zu flicken. Habe irgendwie immer zu wenig. Kampfdrohne. Es kann sein, dass wenn ich den flicke, dass der völlig abgeht wie Zäpfli. Das ist immer geil. Dietrich habe ich auch immer zu wenig. Komme ich da hinten? Eine gute Kiste, yeah. Stosspistole wahrscheinlich. Eine bessere. Aber ich bleibe noch bei meinem Equipment. Meine Pistole ist gemoddet und hat noch Stromschaden. So kann ich auch gemoddet, dass du 20 Kilo mehr Traglast hast. In dem hat er einen Rucksack. Und dann wäre der Hintereingang. Die sind nicht gefährlich. Aber von Sölner bin ich auch schon angegriffen worden, von diesen kleinen Viechern. Da liegt Zeug um etwas. Ich habe das Gefühl, wir gehen zuerst im Auftrag nach. Eine Energiewaffe wäre mal geil. Ich habe enorm viele Zellen gefunden. Da schon wieder. Die Viechli tötet.
Also sicher überall Plünderer postiert. Die sind alle geschlossen. Die gleich irgendwie auf da. Wo kommt er? Hä? Scheiße, latschen mit drin in die. Wir machen kaum Schaden her. Die Home ist schneller down als ich war. Scheiße, jetzt habe ich heftige Treffer eingefangen. Schießt der nächste. Gut getroffen. Ein Schädel. Aber ich bekomme eigentlich immer, wenn der letzte besiegst, so eine Animation. Hat es hier nicht gegeben. Sturmgewehr, cool. Verschwindet. Das Lager. Wir haben wieder geheilt. Ein Stück. Da habe ich automatische Heilung, sehe ich gerade. Die gehen nicht auf. He? Ist sicher auch wieder so Volk drin. Ist da oben noch was? Nicht erreichbar. Kommen wir wieder auf den Weg. Uiui, schon wieder mit reingelatscht. Oh, der ist gepanzert. Scheisse. Scheisse. Wow, das sind zu viel. Ich muss hier etwas über den loswerden. Da. Das ist hier loswerden, dann gehe ich links über. So. Schon wieder verrecken. Da. Zum Glück habe ich genug Muni. Die Distanz ist halt die Waffe nicht so stark. Der Speer ist zum Glück nicht so geschützt. Aua! Das Maschinengewehr, cool. Das war doch mehr.
3 habe ich hier. Ich meinte, das sind mehr gewesen. Die Gegenstände, zum Beispiel auch abgeschossenen Kopf, konnte ich den Helm mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich Einfluss hat, ob der Kopf ab ist. Da ist nichts. Ja, sehr gut. Da bekomme ich jede Menge Loot. Bis jetzt mag das Gewicht haben. Der ich zum Glück genug aufgeschraubt am Anfang. Das ist ja nur ein paar. Gibt es da Diebstahl oder ist das erlaubt? Das ist erlaubt. Plündern erlaubt. Ich weiß nicht, dass da hier eine andere Mission drin aktiv ist, die wieder überrascht wird. Damit tun wir wieder hacken. Es gibt auch wieder ein bisschen Erfahrung. Schockkanone. Okay. Waffenteile sind immer geil. Nach der Mission wieder schauen, was man für Rüstung anlegen könnte und so weiter. Zumal finde ich etwas davor zu leeren angezeigt. Ist das echt die Höhe auch noch wichtig? Oder fuckt das hin noch wieder etwas ab? Das hat es mir zuerst leer angezeigt. Ich kann mich die in die Luft jagen. Ich schieße jetzt nicht rein. Scheiße, da fehlen wir. Ich muss unbedingt entweder Dietriche kaufen. So muss ich ziemlich sammeln, um Geld zu machen. Die Questen geben sicher auch ein bisschen Geld. Es wird Dietriche herkommen. Es lohnt sich hier. Von unweit bis zur Mission. Und wo ist der? Community Center, hier muss ich her. Oh! Ui! Ja, das ist natürlich super. Da sehe ich. Hey! God damn it! Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Kommt einer vor und erschießt mich. Scheiße, nein.
Ich denke, das ist der letzte. Ich muss unbedingt mehr Rüstung aufbauen und mehr Schaden machen. Und ich habe jetzt mich hergesetzt. Nicht weit weg. Das Spiel hat gnädige Speicherpunkte. Also da hinten ist nämlich auch einer. Ich habe doch den mal. Oh, da sind aber gerade zwei. Hey! Ja, hau die um. Zwei haben wir. Drei sind da. Was ist das? Ist das Minenfeld? Ah, merci. Ich latsche voll ins Minenfeld rein. Fuck, habe ich nicht geschnallt. Heile mich jetzt auch ein bisschen. Oder geht das nur mal weg? Eine gute Deckung, die Jungs da. Kann er fast? Nein! Wieder down. Es ist zu schwer eingestellt. Schnell gleich mal in meine Dinge hineinschauen. Meine Ausrüstung und die Pistole ist halt wirklich. Gut, die macht auch 110 Schaden. Und das Gewehr 28 mit einem Schuss. Jagdgewehr. Oh, das könnte ein Zielfernrohr haben. Das macht viel Schaden, aber nicht pro Sekunde. Nein, so habe ich das eigentlich nicht wollen. Der Hammer behalte ich mal. Das tue ich mal weg. Sturmgewehr Stufe 5. Also das ist Stufe 5. Jagdpistole, aber das ist irgendwie rot. Was heisst das? Bluterschaden oder? Teste das mal. Mal schauen, was das so macht. Ja, super, hä? Super! Reicht aber fast nichts. Hey!
Schon wieder? Kommt. Ich muss gleich wieder eine Heilung nehmen. Das darf nicht wahr sein. Ich mache keinen Schaden. Ich muss die Zeit verlangsamen. Hey, nochmal. Kann ich echt bei der Ausrüstung etwas wechseln, was stärker wäre? 9. Stufe 3, Rüstung 3. Die hat etwas bessere Rüstung. Keine Mods drin, hier habe ich Mods, shit, das geht nicht, ich muss die behalten. Ich mal einen anderen Helm. Oh Gott. Ich hoffe, wir heilen es noch ein bisschen. Was ich mal testen kann, ist, wenn ich etwas esse, was dann ist. Viele Sachen sollte schon sicher etwas kochen daraus, aber wenn jetzt das ist, was passiert. Das musst du ja nur mit dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad essen und trinken. Hier sollte das ein bisschen die Heilung bringen. Theoretisch. Ich hoffe, das war es. Toter Bewohner, ich hoffe, der hat nicht eh geschossen. Das war nicht Absicht gewesen, auf jeden Fall. Da bist du sicher auch wieder eine Crew. Schauen wir, was uns da innen erwartet. Sogar für die Gebäudeladezeit, das auch schon länger in keinem Spiel mehr erlebt. Uchs. Sie sind jetzt schon hinter mir her. Oder habe ich jetzt den leise geschafft? Ah, hinter dem Haus hat es auch noch laut. Nicht vergessen. Das muss ich dann auch noch holen. Ihr geht es euch an der grosskragigen Manta-Königin, die Herrscherin ihres Nestes. Kann ich aber jetzt nicht auftun. Der Mörder.
Ah, nur die ich schon besiegt habe, zeigt es da. Ja, wobei, die habe ich auch noch nicht besiegt. Aber ich habe Fisch schon gefressen, vielleicht zählt das auch. Also wir gehen näher looten. Das sind natürlich Krieger. Sie wieder die bissigen Viecher, da die Ratten. Habe ich nicht gekillt, oder? Und der Hammer. Ui. Ui. Wo bist du? Zum Teil wäre es gut, dann kannst du in die First Person wechseln. Als. Schnell drücken, falls da. Die Frage ist, ob er hinter mir ist oder vor mir. Nein, da geht es wieder raus. Aufpassen, ich glaube kein Heilpack mehr. Da geht es nicht rein von hier. Ah! Du musst von der richtigen Seite rauf. Jo! Aber wie gehst du rauf? Da oben war ja noch einer. Da komme ich wahrscheinlich nicht rauf. Da fahren wir. Genau da muss ich rein, super. Komme ich aber nicht. Fehlen mir die Tricke. Dann wir looten mal, vielleicht finde ich ja die Tricke. Food habe ich auf Anfang schon recht viel, glaubt ich. Wasser und alles mögliche. Auf Balkarte, das ist Schrott, den kannst du verkaufen. Aber diese Sachen behalte ich da nicht. Ich weiß nicht, ob einiges noch brauchen kannst oder Umbau, Verdüfteleien, was du da genau brauchst. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Verkaufen von gewissen Gegenständen. Schick mal den. Ich habe noch keine Dietriche gefunden. Aber ich habe hier auch Verkaufsautomat gesehen. Ich hoffe, ich kann dort auch verkaufen. Aber ich glaube eben noch nicht. Das Geld reicht hoffentlich für genug Dietriche, die ich habe. Oh, Säbel. Antiker Säbel, den testen wir dann mal. Coole Nahkampfwaffe. Der erste Dietrich. Pepils Speed. Amphetamine. Und
habe ich irgendeinen Mod bekommen. Spasskanone. Dietrich ist das Spiel sehr geizig. So kann sie es natürlich hinter dem Haus, hat sie auch noch jede Menge Loot gehabt. Dass sie dort noch Sachen können finden. Ah, hier geht es übrigens auf wieder. Sogar zwei Treppen gelaufen, super. Ich sehe aber nichts. Die haben ja alle gelootet vorzu. Komisch, manchmal zeigen die leer an und dann haben sie doch beim zweiten Mal ist wieder bei ihm, ist zuerst leer gewesen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob irgendwie die Figur eine schlechte Wahrnehmung hat, ob das soll zeigen, dass du nicht immer alles siehst. Laufen hier rein. Computer sollten wir ja auch noch anschauen. Oh, das ist sicher cool. Praktischer Körperpanzer. Ich kann nichts auftun. Spacers Corona. Ah, vielleicht kann ich mit dem Schlüssel Dingsbums in die Lobby. Aber da brauche ich sicher auch wieder Hacking, irgendwas. Computer. Das sind 30 Dietrich, die du schon brauchst. Hey! Ja, Fehler gewesen. Jetzt habe ich es gerade etwas übertrieben. Aufstieg sogar eine Gerade, das heisst, wir können neue Fähigkeiten vergeben. Ui, nicht raus da. Sind das die Angriffigen? Nein. Okay, machen wir Stufenaufstieg. 10 Punkte. Technik. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche für. Ich glaube, 30 brauchte ich für. Es wird gerade länger mit den 5, mit den Spezialdingen.
für einen Roboter. Ich mache mal Technik, dass ich auf 30 komme. Muss es noch annehmen. Das vergiss ich jedes Mal. Vorteile. Kann ich jetzt den weiternehmen? Rüstungswert. Fünf mehr wäre auch noch cool. Ja, ich nehme den Grundrüstungswert. Jetzt brauche ich schon 20.000 EP für aufzusteigen. Das ist schön. Lauten wir zuerst hier oben. Dann muss ich sicher an einem Computer Hacking machen. Dann kann ich endlich die Tools brauchen, die ich gesammelt habe. Pseudo-Apfelsaft, was ist echt das? Schmeckt wie Apfel, riecht wie Apfel, ist nicht Apfel. Maschinenbauhandbuch. Was immer das genau ist, schaut man irgendwann nach. Wieder irgendeine Modifikation. Probieren wir mal den Computer zu hacken. Brauche ich. Aber es geht nicht, weil ich nicht hacken. 25 hat, jetzt habe ich das Falsche aufgelevelt. Für nichts. Für nichts. Was habe ich da auf Hacken? Verdammte Axt. Fertigkeiten hier, Hacken, Tarnung, 15, Scheiße. Technik ist Medizin, Wissenschaft. Es geht um die Technik. Goddammit, ich brauche 30. Jetzt brauche ich irgendwie 30. Ich muss sagen, 30 Dietriche brauche ich. Jetzt überhaupt hier? Zwei Stück. Dann ist es noch. Dann ist es noch. Gesperrt. Warum ist denn das gesperrt jetzt da? Das
soll der Scheiß? Für 1000 bekomme ich da Mod. Für 500 Körperpanzer, das wäre auch geil. Ich kann hier nicht einmal einen Dietrich kaufen, geil. Super, ey. Ich kann diese Mission nicht machen. Ich brauche mindestens 10 Punkte mehr auf Hacken oder 30 Dietriche. Das kommt ja noch witzig werden. Mal gucken, hier muss ich aufpassen, jetzt doch so Minen gehabt. Energiezellen, jede Menge, aber die Triche. No chance, du. Ja, der Anfang harzt heute. Das immer noch nicht. Es kann sein, dass wenn ich irgendwelche Werte erhöhe, dass du etwas würdest finden. So, ich muss gucken, ob wir die Mine entschärfen können. Kompass. Ups. Ich kann keine Mine entschärfen. Leider nein. Dann schießen wir halt drauf. Also doch. Die zum Glück ein Lämpli, oder? Hey, aber der kann nicht super zielen. Das müssen wir auch verbessern. Ich muss eigentlich alles verbessern, heftig. Und wieder kenne ich die Triche. Das ist wirklich zum Verzweifeln da. Gut, wenigstens sind die besiegt. Ich muss es nochmal noch rausholen. Ich könnte schauen, was sonst noch. Die Roboter kann ich auch noch nicht. Die kann ich sicher. Kopfgeldjagd. Das ist schon in der Nähe. Voll Plünderer dort. Aufträge hier. Schnell schauen, wo denn die wären. Die sind noch weiter weg. Holen wir halt das Handbuch oder probieren zumindest. Bis jetzt sind all meine Werte zu schwach für irgendeine Mission zu machen, außer die Hauptmission. Es könnte auch sein, dass ich die erste Hauptmission weiter treiben sollte. Aber irgendwie ist doch da. Jetzt haben wir gedacht, da ist ein Viech.
runter. Jetzt muss man, glaube ich, wieder ein bisschen aufpassen wegen den Gegnern. Kommen andere in der Nacht. Da muss ich rein. Da müssen wir rein. Aber hier komme ich nicht rein. Ui. Ja, geil. Waffenteile, sehr gut fürs Flicken. Aber den habe ich nicht gekillt, oder? Das ist schon getötet worden, da. Das war nicht ich gewesen. Das heisst, ob hier wieder Tiere unterwegs sind. Und dort ist aber noch ein, zwei Leben da noch. Kehr dich nicht um, kehr dich nicht um, kehr dich nicht um, kehr dich nicht um. Nicht um, kehren, sterben. Der super klappt im Fall echt. Die ganze Huren Crew hinter mir her. Ah ja, genau, ich könnte ja abwehren, aber natürlich nur ein Ankämpfer. Ich kann noch ein bisschen an einen anderen Ort her. Sie auf mich triggert sie, ob sie mich immer automatisch nicht. Und da schießt hier noch einer auf mich. Das ist so einer. Scheiße, der wird heftig. Aber ich habe... Nein, ich habe ihn nicht. Habe ich ihn? Ich habe ihn, ich habe ihn. Mein Hammer ist wahrscheinlich nicht mehr der Beste. Habe ich nichts aufnehmen. Überladen. Ich muss verkaufen. Das hätte ja mal müssen kommen, dass wir überladen sind. Wenn ich alles sammle. Da zeigt es wirklich. Hat er nichts oder zeigt es nochmal gerade nichts? Ich überlade nicht das Ende los, bringe das nicht zurück zum Verkaufen. Yeah, Dietrich. Weiß ich nicht. Ich glaube, na, die geht auf. Da muss ich schnell schauen. Spacers Corona. Aha. Das Kind auf. Kindhaf.
von dick Geld machen bei den nächsten Händlern. Kann ich nicht auftun. Wenn ich jetzt hier auch wieder nicht dran herkomme, kackt es mich da auch. Die Nachrichten. Einen habe ich aber nicht können. So. Yes. Das noch gar nicht. In der Hölle. Das ist wirklich. Viel zu wenig Dietrich für mich. Ich glaube, ich habe jetzt genug Technik, für dass ich den Roboter flicken kann. Das wäre auch noch eine Mission, die man abschließen könnte. Ich muss einen Ego verkaufen, außer dass er irgendwo ein Händler. Da muss aber etwas sein, wenn das so. Stegen durchgeht. Und die von hinten kann reinschleichen. Ohne einen zu killen, könntest du eigentlich auch reingehen. So, jetzt die schon wieder verschwenden. Da bekomme ich dann auch noch genug Dietrich. Und was ist da drin? Eigentlich genug Munition oder so im Moment. Das sind unbedingt die letzten Dietrich hier noch abgeben. Alle Einspritzen sind super. Kostet schon 50 Stutz. Oh, sehr gut. Aus dem unbedingt mal eine Werkbank. Wir kommen mal zurück. Schnell bin ich nicht mehr gerade. Ich soll eine Schnellreise machen, das darf ich glaube ich jetzt. Ich bin nicht sicher, ob ich es schon kann. Das musst du irgendwie auch aufleveln, dass du das schnell reisen darf. Dort unten ist auch noch jede Menge Zeug.